Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Portal. Warum sage ich eine Runde? Weil ich werde jetzt Portal spielen als kleines Let's Play. Warum ich das tue, ich weiß es nicht. Warum frage ich mich das immer? Ich weiß es auch nicht. Warum rede ich mit mir selbst? Ich weiß es auch nicht. So, wir fangen ein wundervolles neues Spiel an. Natürlich im ersten Kapitel. Kann ihr Kapitel ja auswählen, weil ich. So. Ui. Oh. Was passiert denn hier? Halleluja. Ey. Ach, von da komme ich her. Uiuiui. Ui. Bin ich nicht so. Hä? Moment, bin ich wirklich so klein? Bin ich da drin jetzt gelegen, ehrlich? Alter. Also, hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Apertures. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas. Por favor, perdón, me fallar muchos. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Oh! Oh! Oh. Ui. Ja gut, ne? Hi. Na? Wie wär's, wenn ich erstmal ein bisschen leiser stell? War nicht so geplant. So. Zack. Dann wird es am besten besser funktionieren. So. Ja, ich kann nur laufen. Und hab ein Zielkreuz. Kann ich. Hui! Keine Ahnung machen. Hi. Na, oh. Hi. Oh. Ah. Ja, Achtung, kann auf den Kopf fallen. Ja. Oh, toll. Ich kann es nehmen, ne? Ich bin richtig stark. Und tu das mal da. Ja. Gut gemacht. Hui. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst Hui. jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Oh. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte, zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Oh, okay. Oh, wum, 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 wum. Okay. Auf den Aufzug. Du, 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 du. Sorry. Ja, ne, oh. Ah, Nummer 1 von 19. Nice. Gut, runter hier. Hui. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Okay. Mach ich gerne. Wow. Der hat mich gerade getrollt. Ja. Achso, ich muss doch dahin. Ein bisschen blöd. Tja. Man kann ja gucken hier so. Oh ja. Was ist das überhaupt? Die Grafik hier? Also Grafik hier. Was ist der Kubus so kann. Ui. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Oh, okay. Ja, das war einfach. Ja gut, ne? Das ist halt, ja. Guck mal, hui. Ladedaten.
Ladedaten etwas länger. Ja. Ich glaube, ich werde das. Oh. Also, wenn das wieder. Was sind das für Geräusche? Also, wenn das weitergeht mit diesem Ladedaten, während ich zum nächsten Bit gehe, werde ich das vielleicht rausschneiden. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Also alles eigentlich. Ja, gut. Also. Wenn ich lass mich jetzt nicht headshotten, also. Ist okay. Ja. Oh, hi. Das schießt ja. Hui. Hi. So. Gut, haben wir das? Ah, hab ich. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Ui, ehrlich? Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher. Das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Das letzte habe ich zwar nicht verstanden, aber... Schau mir nicht so an. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Das nennst du ein Testapparat? Okay. Also, ui, das ist schön laut. Egal. Machen wir so weiter. Lieber das Spiel hören als mich, würde ich sagen. Ne? Weiter geht's. Du, 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 du. Boom, 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 boom. So. Also. Weiter geht's. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Weg. So, jedenfalls, falls man es raushört, dass ich etwas gesundheitlich leicht angeschlagen bin, tut es mir leid. Ich hatte trotzdem Lust, ein Video aufzunehmen. Gut. Ui, guck mal. Da bin ja ich. Ui. Bin ich ja schon wieder? Oh, warte, will ich jetzt da durchgehen? Oh, da bin ich ja auch. Oh, hallo. 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 Warte, ich geh's hier rüber. Oh, ist er weg? Oh, schade. Wollte ich Hallo sagen. Putz. Ne? So. Ach, der ist hier ja schon wieder. Ach, da bist du ja. Komm, ich komme zu dir rüber, ja? Oh. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Wo kommst du wieder her, Mann? Scheiß Alter. Fick. So ein nerviges Radio, Alter. Überall ist es. Überall. So, guck mal hier. Also, diese schöne Wand hier. Ne? Wenn ich das jetzt nehme und dann mache ich... Oh. Gut, okay. Dann machen wir weiter. Ui. Ah, wundervoll. Von einem Testkammer zur anderen. Und hier kommt gleich eine 4. Hier bestimmt. Willkommen bei Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Yeah. Funktioniert das nicht? Hallo? Sei mal schwerer. Hallo? Hallo? Na gut, okay. Hi. Ui. Sag mal. Oh, dieses Radio, Mann. Scheiße. Ist das dein Ernst? 80.2 FM, Alter. Dass ich nicht lache. Ja, ist ja schön. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Ui, ich werde nicht überwacht. Also kann ich jetzt keine Kameras abmachen. Das finde ich voll toll. Also ich fühle mich nicht krass, wenn ich mich beobachtet fühle. Deswegen habe ich auch keine Webcam an. Weil ich auch sowas auch nicht besitze oder so. Tue ich auch nicht. Aber trotzdem. Das
sterben. Ha. Okay, das war vielleicht ein bisschen gruselig. Aber weiter geht's. Hey. So. Ja. Aufzug fahren. Und ich gehe weiter, weiter, weiter. Ui. Hi. Ui. Kann mir wieder was auf den Schädel fallen. Das finde ich voll toll. Sag mal. Bewacht, ne? Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Ja, aber du hast gesagt, es ist unbewacht. Jetzt fühle ich mich verarscht. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Ey, du hast gesagt, du überwachst mich nicht. Das finde ich jetzt echt scheiße von dir. Ganz ehrlich, das finde ich echt scheiße von dir. So, da will ich hin. Zack. Da gehe ich jetzt. Dann nehme ich das da und tue es da runter. Yeah. So, und was gibt's denn noch? Oh, da ist er. Hi. Hui. Oh, upsala. So, nimm das oder drauf. Wow, GG, ne? Oh nein. Och nö. Ist das mein Endboss? Radio. Radio. Alter. Bist du etwa mein Endboss? Ist das eigentlich gerade dein Ernst? Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, Oh, aua, das hat wehgetan. Oh, guck mal, was ist das hier? Hi. Tschüss. Wichtiger Testapparat zerstört. Ja. Wo bist du? Da, du Alter. Ich töte dich schon wieder, mein Freund. So, verdient. Wo ist jetzt Princess Peach? Wo ist sie? Ich will meine Prinzessin. Wo ist sie denn? Mann! Ich hab Bowser besiegt. Hallo. Oh! Oh! Was ist das? Putz. Oh, oh, oh. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Okay. Passen Sie auf. Cool. Also ich guck mal hier drauf, was hier überhaupt alles steht. Also hier kann so ein Ding runterfallen, auf den Kopf und so ein Teil kann mich erschießen. Und so ein Teil fällt auch runter. Und da kann ich ertrinken, keine Ahnung. Runterhüpfen, fliegen. Oh, ich kann fliegen. Und oh lol. Und ich kann dodgen. Ich bin Matrix, Alter. Matrix geht auch. Trinken? I don't know. Und lol, es gibt Kuchen. Ich will Kuchen. Wann ist Kuchen? Wann gibt's Kuchen? Ey, ich will wissen, was Kuchen gibt, Mann. Oh, ich freue mich schon drauf. Also, wenn ich es jetzt so verstehe, dass das da... Das sieht so ähnlich aus wie das da. Es muss bestimmt das da nach da. Deswegen komme ich jetzt da ein Portal hin, dass das da durchfliegt und da reingeht. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjekt wohl auch hier. What? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay. Also, das war jetzt auch nicht gar nicht schwer oder so. Tja. Lassen wir dann mal so stehen. So, bevor ich hier weitergehe, würde ich sagen, das war es erstmal mit dem ersten Part von Portal. Meine Freunde, lasst ein Like da oder auch nicht. Wenn ihr es nicht tut, dann bitte ein Dislike, weil ich will unbedingt etwas Feedback haben. Weil das ist dann gut
für mich, um zu wissen, was ich als nächstes bzw. weitermache. Just saying, meine Freunde, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.